Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream, und ich heiße euch jetzt kommen auf dem Devblog von War Thunder. Ja, da sind zwei schöne Sachen reingekommen, ein schönes Schiff, ein schöner Jet. Kommen wir mal zum Schiff selbst. Gehen wir mal hier. Machen wir die Mucke mit an, wenn es euch interessiert. Sehr stimmige Mucke. Der Jin, ich will das haben. Ja. Geiles Schiff. Die Iso Tsu, witzigerweise, sie ist mit der Shikugo verwandt. Nur, dass dieses Schiff auf Rang 2 reinkommt. Ja, tatsächlich Rang 2, das ist sehr witzig. Es ist eine Fregatte, wie schon gesagt worden ist. Pro und Contra mache ich jetzt in einer anderen Art und Weise. Ne? Ich gehe jetzt mal die Daten mit euch durch. Ja, wer die Shikugo so kennt, ne, hochmoderne Schiff und alles. Das hier ist allerdings aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Schiff hier kommt in Rang 2. Rating müssen wir mal abwarten. Wir haben hier drei Türme, aber wir haben 4 76mm Schnellfeuerkanonen drin. Das ist witzig. Schnellfeuerkanonen. Zweiter Weltkrieg. Klingt interessant. Bin ich mal gespannt, wie das da sah. Ja, bin ich echt mal gespannt, was da passiert. Gut, Rating wissen wir wirklich noch nicht, also da müssen wir mal abwarten, ne? Aber das wird sehr, sehr interessant. Wir haben natürlich die Möglichkeit auch eine Torpedobatterie, also 4 Stück rauszuschmettern. Ja, ich schätze mal, das werden die Typ 93 Torpedos sein mit ihrem 14 Kilometer Reichweite. Eventuell, das kann ich euch nicht versprechen. Die Information ist hier leider nicht gegeben. Finde ich eher schade. Dafür, es gibt viele Nachteile, wir haben keine Flugabwehr. Wir haben keine Flugabwehr. Wir haben ein großes Munitionsarsenal für die Hauptkanonen. Ne? Da ist Munition drin, zum Beispiel, mit der man hier Flugzeuge vom Himmel pflücken kann. Aber ja, wir haben keine Flugabwehr. Das ist halt der negative Aspekt bei dem ganzen Schiff. Wir haben halt Schnellfeuerkanonen, mit denen wir sehr schnell agieren können, sehr schnell schießen können. Unsere Gegner, also ich will jetzt nicht behaupten, damit könnt ihr einen schweren Kreuzer auseinandernehmen. Aber Zerstörer, Fregatte, Kanonenboote und die ganzen Minenräume und Minenschiffe sind da locker mit drin in der Abschussliste. Daher sieht eigentlich ganz gut aus. Nur halt lufttechnisch, wenn da oben was rumfliegt, müsst ihr halt die Augen offen halten und selber drauf schießen. Ja, ich weiß, das ist manchmal etwas sehr kompliziert, sehr schwierig, gerade während man mit dem Schiff rumfährt. Und aufgrund dessen, dass wir auch viele Karten haben, wo Inseln sind, man achtet nicht immer so drauf, was ist vor einem. Da ist man in dieser Schützenansicht und dann fährt man, ups, ich bin außersehen auf Land gelaufen. Scheiße war's. Ja, das ist dann halt. 48 km/h schnell ist das Ding, also einigermaßen. Ist jetzt nicht überwältigend schnell, aber es geht. Man sollte trotzdem bei der Auswahl seiner Gegner doch ein bisschen, ne, vorsichtig sein. Aber daher, dass es halt Schnellfeuerkanonen sind und das Arsenal, also das Munitionsarsenal, HE und auch verschiedene andere Munitionstypen wohl, was das für welche sind, weiß ich leider nicht. Wird hier wirklich nicht wiedergegeben. Ich bin darüber mal gespannt. Wir werden vielleicht eine AP-Granate kriegen. Wenn das der Fall ist, muss ich sagen, ich sag mal, ja, was soll ich sagen? Ja, ich habe nur blöde Wörter in meinem Kopf. Ich sag mal besser dazu gar nichts. Ich sag mal so, ja, es ist der Hammer. Es ist halt der Hammer. Es ist, wow, es ist schon ordentlich. Ja, wir haben hier 181 Soldaten an Bord. 183. Dementsprechend ist das Schiff sehr lange lebensfähig, ne? Es werden ja immer nur Soldaten rausgekloppt, außer jemand schafft es, den Munitionsvorrat zu treffen. Hier, Muni. Panzerung selbst besitzt das Schiff in dem Sinn nicht. Es ist die übliche Stahlverbauung, wie wir es halt so kennen. Ja, das könnten 30mm sein, es könnten auch nur 18mm sein. Daher, ja, wenn ihr halt diverse AP-Granaten abkriegt, kann es schon passieren, dass euch dann hier die ganze Kiste um die Ohren fliegen könnte. Muss aber nicht, ne? Haltet euch halt einfach mal so ein bisschen am Außenrand mit dem Schiff und krallt da die ganzen ja, Gegner ab. Anders da kann man es nicht machen.
Wir haben aber auch die Möglichkeit, Wasserbomben zu nutzen. Gut, die kommen nicht so oft im Einsatz, das wissen wir alle. Warum auch? U-Boote sind noch nicht drin. Aber das wird irgendwann schon kommen. Irgendwann eventuell nächstes Jahr. Zumindest glaube ich fest daran, dass nächstes Jahr die Schlachtschiffe kommen und U-Boote müssten dann eigentlich auch irgendwann mal eintreffen. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten über. Das ist nämlich was sehr Interessantes. Ja, ein interessanter Jet von den Schweden. Ja, J32 Lanzen. Zudem muss ich was sagen, wir kriegen hier zwei Modellreihen rein. Einmal die A-Version, einmal die B-Version. Die B-Version, ja, hat, ich sag mal, vom Waffenarsenal her, ich sag mal so, die Hauptkanonen sind deutlich bösartiger als bei der A-Version. Aber gehen wir erstmal zur A-Version über. Bevor wir hier, ne? Bei der A-Version haben wir die Möglichkeit, Moment, 4x20mm im Bug verbaut, also das hier, ne? Sind fest drinne. Wir können 600 Kilo Bomben abschmeißen, also maximale Bombenlast 600 Kilo. Das sind dann vielleicht, ja, 6x100 Kilo Bomben oder mal gucken, was wir da für Möglichkeiten kriegen, ne? Oder zweimal 250 Kilo Bomben und noch eine 100er dazu, ne? Das ist so eine Möglichkeit mit drin. 24 ungelenkte Raketen können wir zum Beispiel an Aufhängungen dran machen. Das sind dann die FFAR Raketen, die kennt ihr ja schon aus dem Spiel, die sind ja nicht gerade ohne, ne? Die tun ja schon ordentlich weh. Dann können wir auch 12x Anti-Schiffs APHE Raketen verwenden. Da sage ich jetzt mal, die haben jetzt in dem Spiel noch nicht so den richtigen den Sinn drin, weil in den normalen Flugzeugschlachten, ob Arcade oder realistisch, geht kaum einer hier auf die Schiffe los. Also wenn dann irgendwann mal in den Naval Forces es sehr hochmodern geworden ist, dann macht das Sinn. Dann macht das wirklich Sinn. Aber davor jetzt, ja. Dann gibt es noch eine zweite Version von Anti-Schiffsraketen, die wir verwenden können. Das ist eine Lenkraketenform namens RB-04. Ja, wie gesagt, Lenkrakete. Können wir selbst. Aber ich denke mir mal, ja, es ist eine Lenkrakete gegen Schiffe, aber ich denke mal, man kann sie auch gegen Panzer eventuell einsetzen. Also, kommt jetzt drauf an, wie die Durchschlagswerte sind, ne? Ist so eine Sache. Das kommt jetzt halt drauf an. Ja, das war es jetzt mit dem Waffenarsenal von B-Version. Von der A-Version, Entschuldigung. Oh, ich komme schon durcheinander. So, jetzt kommen wir zur B-Version. Die B-Version ist sehr, sehr interessant. 4x30mm Aiden M55 Kanonen. Da sagt, das ist die Aiden, die da drin ist. Das ist so eine, ja, Nachbauversion. Wer die Aiden halt kennt, ne, das ist halt so eine Kopie von der britischen Version. Ja, kann man machen, ne. Wir haben die Möglichkeit, Sidewinder-Raketen zu verwenden, allerdings nur von der B-Version. Wir wissen, die B-Version tut bei einer G-Kraft von 7, waren das, das Ziel verlieren. Ist leider schade, aber was willst du machen, ne? Dann haben wir noch die Möglichkeit, FFAR-Raketen zu verwenden. Und wir können, das ist das Interessante dabei, wir können uns Gondeln dran schrauben. Viermal Gondeln, das heißt nochmal 4x30mm Kanonen mit dabei. Also, ehrlich Leute, finde ich schon geil. Ja, ist halt jetzt nicht so intensiv großes Waffenarsenal. Ich weiß gar nicht, wie viele, nee, da, wir haben zwei Aufhängungen, soweit ich weiß. Dann können wir, ich glaube, viermal Sidewinder Raketen verwenden. Stand jetzt hier nicht im Text dabei. Mein schlaues Enzyklopädiebuch hat davon auch keine Information. Ach so, doch, ich sehe es gerade. Sorry, Leute. Vier Stück. Ja, okay. Entschuldigung, war ein Fehler von mir. Viermal davon. Wunderbar. Also, ja. Haben wir ein sehr interessantes Waffenarsenal, einen sehr interessanten Jet. Ich bin mal gespannt, was der so raushaut, wie der so agiert. Gut, bis ich den habe. Ihr wisst, wie das ist mit neuen Nationen. Da hat man erstmal Schwierigkeiten voranzukommen. Jeder von uns. Das ist jetzt der zweite Jet bei den Schweden. Der erste ist ja ein Premium. Das hier ist der zweite, der ist nicht Premium. Ich bin einfach mal gespannt, wie das Ding ist. Ja. Ihr seht, ihr könnt hier richtig variieren. Sidewinder-Raketen und hier die FFAR-Raketen.
Ich weiß gar nicht, vielleicht können wir sogar hier Mighty Mouse verwenden. Aber stand jetzt auch nicht mit dabei, also wäre schön, aber gut. Die FFAR sind auch ganz gut. Ne? Sind ja auch nicht schlecht. Muss man halt nur in Massen rausschmettern, ne? Das ist halt der Punkt. Ja, also wir können hier richtig schön das Waffenarsenal durcheinander schmeißen, wie wir wollen. Geiles Waffenarsenal wäre natürlich, wenn die Möglichkeit besteht, zwei Sidewinder-Raketen und zweimal Gondeln. Das heißt dann, ob A-Version oder B-Version, wir rocken regelrecht den Himmel. Das wäre geil. Ja. Kann natürlich mit dem Ding auf Panzer gehen. Aber es sind halt regelrecht alle beide Versionen eher mehr so Angriffsjäger, Jäger, Abfangjäger so in dem Punkt, ne? Eher gedacht gewesen. Wurden aber auch manche von denen als Nachtjäger verwendet, laut meinen Informationen. Also, ja. Wie kann ich damit am besten reagieren? Das müsst ihr dann selbst ein bisschen rausfinden. Ich kann dazu auf jeden Fall, wenn ich das Ding habe, ein Video machen, um zu zeigen, wie ich damit zumindest agiere. Ne? Gucken wir mal. Kommt jetzt drauf an, wie schnell ich vorankomme. Ich komme hier, bin jetzt immer noch bei den Chinesen beschäftigt und da will es nicht so recht vorankommen, wie ich das so möchte. Ne? Ja, das war's auch schon wieder. Leider, zu viel, so wenig Zeug, aber kommt bestimmt noch ein bisschen mehr dazu. Wir stehen halt kurz vor Weihnachten, da kommt bald das Update. Wann, kann ich nicht genau sagen, aber was sagt mein Gefühl? Entweder nächste Woche oder alle nächste Woche. Bumm, aus, ne? Nächste Woche oder alle nächste Woche, auf jeden Fall. Ja, gut. Dann, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst ein Kommi da, lasst ein Abo da. Und ja, dann zu den nächsten DevBlock News, ne? Bis dann, Leute. Ciao.